Andreas und Michael Kühling halten 650 Sauen und 5500 Mastschweine. Komm, Schweine. Hoppala, Schweinchen, hoppala, Schweinchen. Husch, 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 husch. Husch, 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 husch. Für die Ferkel ist heute Wiegetag. Die Tiere wiegen 117 Kilo. Jetzt errechnen wir einmal ein Durchschnittsgewicht. Du sagtest 18 Tiere. Damit haben wir ein Durchschnittsgewicht von 6,5 Kilogramm pro Tier. Ein gutes Gewicht. Die Ferkel werden im Betrieb geboren. Hier legen die Kühlings den Grundstein für die gesunde Entwicklung ihrer Tiere. Es gibt Sauen, die sehr viele Ferkel haben und auch kleine Ferkel haben. Die kleinen Ferkel werden zusammen an eine sehr junge Sau gesetzt, weil diese Sau kleinere Zitzen hat. Die Ferkel bekommen diese Zitzen besser in den Mund. Und an eine ältere Sau werden dann größere Ferkel gesetzt, um eine geringere Sterblichkeit bei den Tieren zu haben, um mehr Möglichkeiten zu haben, diese Tiere zu einem gesunden Mastschwein zu führen. Dazu gehört auch der Einsatz von Ferkelschutzkörben. Nicht jedes Muttertier merkt, wenn es sich auf ein kleines, zartes Ferkel legt. Ohne diese Technik werden 5-10% der Ferkel erdrückt. Andere Systeme sind noch nicht so verlässlich wie dieses. Dreimal pro Tag gucken die Landwirte, ob es den Tieren gut geht. In jeder Buchte, in jedem Stall. Geprüft werden Augen, Ohren, Haarkleid und Gang. Die Gesundheit der Tiere erkennen wir immer an der Neugierigkeit, weil die Tiere uns natürlich auch gleich die Hosen anknabbern und die Stiefel voll sabbern. Ne? Auch der Betonspaltenboden trägt zur Gesunderhaltung bei. Er ist nicht kalt, Klauen werden abgerieben, Kot und Harn vom Futter getrennt. Die Tiere bleiben sauber, haben deshalb kaum Parasiten. Er ist aber auch wirtschaftlicher. Schweine sind ein schwieriges Geschäft. Wir haben durchschnittliche, wenn man vom Gewinn rein klassisch sprechen kann, Gewinnerwartungen, die irgendwo zwischen 5 und 8 Euro pro Tier liegen. Im September 2014 ist der Gewinn auf wenige Cent pro Tier gesunken. Die Anforderungen an Qualität aber bleiben. 5-6 Mal jährlich wird der Betrieb unangemeldet kontrolliert. Medikamente kommen hier in der Mast nicht zum Einsatz. Man sieht es im Grunde auch an den Tieren, sie sind gesund, wir essen es selber und dann kann man es mit sehr beruhigtem Gewissen auch verkaufen. So.